Hallihallo und herzlich willkommen bei Folge Nummer 2 und Aufnahmesession Nummer 2 von A New Beginning. Aufnahmesession Nummer 2? Ja, du hast richtig gehört. Eigentlich solltest du dich jetzt fragen, wieso denn schon die zweite? Du hast doch gerade erst die zweite Folge angemacht. Hast du die erste Aufnahmesession nur eine Folge lang gemacht? Nein, habe ich nicht. Die ging vier Folgen lang. Den kleinen Schuppen habe ich für Duwe und Meta gebaut. So waren mir ihre Sachen beim Arbeiten nicht im Weg. Aber irgendwie habe ich drei Folgen lang mein Mikro nicht eingehabt und jetzt waren die ohne Ton. Also mache ich es einfach nochmal, was soll's. Haben wir den hier schon aufgemacht eigentlich? Ist ja jetzt schon ein Tag her, ne? Und ich habe mir die erste Folge natürlich nicht nochmal angeschaut. Ich mache einfach alles nochmal direkt. Es ist viel zu dunkel, um etwas zu erkennen. Wo war nochmal der Lichtschalter? Oh, ich weiß ja, wo der Lichtschalter ist. Soll ich es euch verraten? Der ist hier, unter der Plane. Dann wollen wir mal sehen. Hossa. Knips. Ach, schön. Schön. Das ist also der Arbeitsplatz. Ich finde es ein bisschen schade, dass unser lieber Band immer ein bisschen im Weg steht. Aber man kann ja auch einen Schritt zur Seite. Oh, ja. Putzi, kleine Putzi-Spinne. Hallo. Ja, die kämpft sich da jetzt hoch. Gut, was haben wir denn hier? Eine Uhr. Wollen wir die mal anschauen? Ha, wie passend. Sie ist um kurz vor 12 stehen geblieben. Kurz vor 12. Die Weltzeituhr. 5 Minuten bis zum Weltuntergang. Die Symbolik ist beunruhigend. Aber bis in alle Ewigkeit 5 vor 12 ist immer noch besser als irgendwann 5 nach 12. Das ist nicht unwahr. Was haben wir denn hier? Du hast ja noch als Akten. Als Meta gesehen hat, dass ich meine Akten mit in den Urlaub nehme, hat sie nur gelacht und gesagt, solange mein Büro zu Hause ist, kann ich wenigstens keine Affäre mit meiner Sekretärin anfangen. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie hätte mich mal angeschrien, statt mich immer bei allem zu unterstützen. Ja, Ben, was hast denn du eigentlich gemacht? Studien zur Photosynthese, Baupläne für Gewächshäuser, chemische Daten. Ich kenne sie alle auswendig. Biochemie? Biochemie, um die Welt zu retten? Wie viele Sommernächte ich hier unten saß und auf Algenzellen gestarrt habe. Habe ich wirklich mal geglaubt, ich könnte die Welt verändern? Auf Algenzellen. Tja, was hast denn du mit den Algen vorgemacht? Vorgehabt? Wollen wir jetzt ein bisschen die arbeiten? Die Versuchung ist groß. Aber ich habe Barney und Dr. Angus versprochen, meinen Ruhestand zu genießen. Genießen. Klar. Mit Angeln? Na klar, Angeln macht dir doch übelst Spaß, Ben. Wieso nicht? Was ist denn hier? Da war mal noch mehr Laborausrüstung drin. Das meiste hat Barney wieder zur Station zurückgebracht, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme und weiterarbeite. Lass die anderen das mal machen. Ich denke mal, das ist ja schon in guten Händen. Was haben wir denn hier? Durchsuchen, na klar. Hey, da war ein Schraubenzieher drin. Dich nehme ich doch mal mit. Cheers. Okay, wir haben einen Schraubenzieher. Wo ist er denn? Ah, hier unten. Können wir den anschauen? Der Schraubenzieher aus meinem Keller. Seltsam. Der Anblick von Werkzeug beruhigt mich irgendwie. Willst du irgendwas reparieren, ne? Was haben wir hier nochmal? Pflanzenöl? Rapsöl. Ja. Bis vor wenigen Jahren hat es nur als Lampenöl gelangt. Heute benutzt man es auch für den Salat. Und um die schlechte Ich erinnere mich, das hatten wir alles schon. Gut, haben wir hier noch mehr, was wir anklicken können? Heimlabor, Heimlaboruhr, Akten, Aktenuhr. Hier vorne ist nix, hier haben wir ein Fahrrad und... War da noch was? Fahrradschlauch. Ein alter Fahrradschlauch. Ja, wir brauchen noch was Schlauchiges. Nicht ohne das entsprechende Werkzeug. Okay, gut, wir haben ja jetzt Werkzeug. Ein Schraubenzieher, ein beruhigender Schraubenzieher. Holen wir uns mal den Schlauch daraus. Mal sehen. Ja, das geht auch mit dem Schraubenzieher. Man muss ja nur irgendwie den Rahmen runterhebeln. Besuch! Ach! Hallo? Und ich habe gar nicht aufgeräumt. Mist. Ja? Ben Svensson? Das ist mein Name. Warten Sie. Ich komm schon. Das ist ja die Frau aus dem Outro. Na, dann erzählen Sie mal. Was schleichen Sie hier rum? Schmiederinchen. Sie haben mich ganz schön erschreckt. Das wollte ich nicht. Bist du Ben Svensson? Ja, schon, aber... Hey, wollen wir uns nicht erstmal kennenlernen, bevor wir uns anfangen zu duzen? Ich bin schließlich ein Wissenschaftler, der die Welt retten wollte und ich bin in Rente. Ah, wir dürfen jetzt also wieder, man darf sich jetzt aussuchen, was man sagt. Ich habe ja solche Spiele schon ewig nicht mehr gespielt und ich genieße das gerade so ein bisschen, dass man zumindest... Ja, nicht so in ganz geraden Linien läuft. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt an mit... Worum geht's denn?
Ich brauche deine Hilfe. Dann sind Sie hier falsch. Ich bin im Ruhestand. Richtig. Es ist aber sehr, sehr wichtig. Es steht viel auf dem Spiel. Ja, gut. Aber lassen Sie mich zuerst meine Arbeit beenden. Ich lasse nur ungern Sachen unerledigt. Ja, bei mir steht nämlich auch viel auf dem Spiel. Der Baum muss... Was haben wir mit dem Baum nochmal vor? Irgendwas war mit dem Fogger kaputt. Kennen wir uns überhaupt? Ich kenne deine Arbeit. Das ist auch der Grund, warum ich dringend mit dir sprechen muss. Nichts ist so dringend, als dass man sich nicht vorher anmelden könnte. Das... Ja, du bist ja auch nicht gerade der Spontanste, lieber Bent. Man kann ja mal auf so eine nette junge Dame, hübsch ist er auch, freundlich, kann man doch mal ein Ohr leihen. Ja, was ist das? Ach, das ist dein Hubschrauber? Ist das etwa Ihr Hubschrauber da drüben? Er gehört einem Freund, glaube ich. Du hast ihn also geklaut. Gut. Oh, netter Aufzug. Kommen Sie vom Militär? Nein, ich bin von einer anderen Organisation. Organisation? Warum muss ich da irgendwie an den Film Alien denken? Mit der Firma und... Na. Warten Sie bitte einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Ja. Aber... Je schneller Sie mich an die Arbeit lassen, umso schneller habe ich Zeit für Sie. Big Business, meine Liebe, Big Business. So, ne, der Papi geht dann erstmal hoch, den Fogger reparieren. Wir haben schließlich einen Fahrradschlauch. Haben wir den? Ne? Da ist er ja. Ein alter Fahrradschlauch. Ja, genau. Ist nicht neuer geworden, seit wir ihn haben. Schade eigentlich. So, ne, der Schaumämmer. Oh, wieso rugelt es denn hier? Ja, tun wir einfach so, als würde es gar nicht rugeln. Schauen wir mal den Motor an. Der ist bestimmt immer noch voller Drähte und Schrauben. Das darf so nicht sein. Aha, okay, hier haben wir noch den alten Keilriemen. Haben wir das eigentlich ausprobiert? Dann wollen wir mal sehen, ob das was bringt. Ja, genau. Moment, gucken wir erstmal. Bin ja der super Knotenmeister. Ach nee, halt, ich hatte ja was vor. Ich wollte ja was machen, tut mir leid. Ich verhaddel mich gerade nämlich. Und zwar ist ja hier so ein komischer Rostfleck. Es scheint zu klemmen. Das erklärt auch den kaputten Riemen. Und wir haben ja Öl, ne? Und meine Oma hat immer gesagt, wenn ich das Fahrrad repariert habe, mit dem Öl niemals sparsam sein. Das ist ja total verrostet. So, das müsste funktionieren. Richtig. So, schön geölt. Hier ist, du bist auch Tutti? Haben wir eigentlich noch ein bisschen? Scheint in Ordnung zu sein. Hat er jetzt die ganze Ölflasche darauf gekippt und die danach weggeschmissen? Ey, Ben, du bist so verschwenderisch. Naja. Machen wir mal an, die Bude. Sollte ich die Klappe nicht lieber vorher zumachen? Ach, das war's. Der Riemen ist wieder gerissen. Es führt wohl kein Weg dran vorbei. Ich brauche einen Ersatz. Okay. Nehmen wir halt eben den Fahrradschlauch. Aber Ben, du musst mal echt zugeben, deine Knoten sind nicht die besten. Ja, da liegt er wieder. Okay, schnappen wir den einfach mal. Weg damit. Ja, genau. Und ziehen wir mal den Fahrradschlauch rüber. Vielleicht geht's damit ja besser. Mist, zu lang. Gut. Nicht schlimm. Der Schlauch ist zu lang. Man kann auch keinen Knoten reinmachen, ne? Gut. Okay, wie gesagt, ich hab's ja schon mal gespielt. Schraubenzieher ist uns abgebrochen und wir haben hier noch ein Loch, weil wir da die alte Schraube rausgenommen haben. Da würde ich sagen, ist es doch das Naheliegendste, dass wir das miteinander kombinieren. Passt. Gut. Man sieht, Bent ist so ein altes DDR-Kind, der kennt sich mit Basteleien aus. Die Leute im Westen, ich bin ja selber höher als sie, die Leute im Westen, die konnten ja nicht so gut basteln, ne? Die mussten sich ja alles selber kaufen. Wir Ossis konnten wenigstens noch basteln. So, jetzt aber. Ah, verdammt! Jemand muss die Klappe festhalten, sonst springt der blöde Schraubenzieher wieder raus. Okay, na Gott sei Dank haben wir ja Besuch gekriegt. Gerade eben. Die können wir uns ja mal 5 Minuten ausleihen. Die ist ja so lieb. Oh, jetzt ist er da unten. Können wir dich eigentlich auch anschauen? Ja, können wir. Ich bin der Bent, ich wohne am See. Sie sieht verstört aus. Außerdem trägt sie diese merkwürdige Uniform. Wer ist sie? Was will sie von mir? Ich weiß nicht. Fragen wir sie. Ach nein, wir brauchen sie erst mal als Hilfe für den Fogger. Genau, ich könnte ihre Hilfe gebrauchen. Ist das wirklich wichtig? Ich habe nicht so viel Zeit. Wenn Sie wollen, dass ich Ihnen helfe. Ja, schon gut. Was muss ich tun? Kommen Sie einfach mit nach oben. Kommen Sie einfach mit in mein Zimmer und... Was? Ja, nein.
Nach da oben, hab ich gesagt. Was ist das für eine Maschine? Der Fogger sorgt dafür, dass das Holz bis zum Winter gesund bleibt. So, ich brauche Sie jetzt hier vorne. Sie müssen die Klappe darunter drücken, während ich den Schalter hinten bediene. Meinen Sie, Sie kriegen das hin? Na klar, von mir aus kann's losgehen. Na dann. Fogger, ach so, Fogger. Fogger ist so ein... Fog ist ja Nebel. Und der macht quasi so... Oh, ich mach mich mal weg. Fog ist ja Nebel, so ein Dampfmaschine. Also der Gift bedampft. Hey! Der dampft die Schädlinge aus dem Holz raus. Was? Stopp! Aufhören! Beruhigen Sie sich doch. Das gehört so. Bist du verrückt? Schalt sofort die Maschine ab! Der arme Piepmatz. Das war aber kein Schädling. Oh. Naja, das kommt leider vor. Du Mörder! Aber wenn man die Schädlinge loswerden will, gibt es keine Alternative. Und das Holz brauche ich zum Heizen. Ihr seid so dumm. Ach Mensch. Besuch von Madame Hypersensibel. Sei doch nicht so. Arme Piepmatz. Aber wir wollten doch dem Baum das Leben retten. Okay. Nun warten Sie doch. Warten? Ist das etwa eure Standardantwort auf alle Probleme? Hä? Ja. Oft. Morgens im Bett zum Beispiel, wenn der Wecker piept. Oh, warte doch mal. So nach dem Motto. Was hat's denn hier gebaut? Ein Vogelgrab? Sie hat doch tatsächlich den Vogel begraben. Wie ein kleines Mädchen. Vielleicht ist sie ja auch ein kleines Mädchen, gefangen in dem Körper eines großen Mädchen. Nun kommen Sie schon. Was soll der ganze Aufstand? Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht kannst du mir doch nicht helfen. Helfen? Wobei denn helfen zum Kuckuck? Ja, ich bin im Ruhestand. Ich helfe niemandem mehr. Oh, bitte. Gucken Sie mal nicht so traurig. Am besten wäre... Wow. Was? Was ist mit Ihnen los? Wasser. Bring mir ein Glas Wasser. Ist das Blut? Okay. Wasser. Hier ist doch alles voll mit Wasser. Okay, sie will ein Glas. Gut, denn haben wir überhaupt noch saubere Gläser? Ich weiß gar nicht. Flaschen haben wir, na, die sind alle leer. Oh, Katzin. Was denn jetzt noch? Svensson. Ach, da ist er. Dr. Angust hier. Hallo, Bent. Ach, Sie klingen gestresst. Es passt gerade auch gar nicht. Ich habe Besuch. Na. Was haben wir über Stress gesagt? Doc, bitte. Der Frau geht es nicht gut. Sie hatte einen Anfall oder... Ach, das hatten wir doch schon tausendmal, Bent. Ihr Samariterkomplex hat sie sogar ins Krankenhaus gebracht. Sie sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Was? Aber... Wiederholen Sie es. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Ja, hier geht's ja auch nicht um die ganze Welt. Hier geht's um eine Frau, die ein Problem hat. Ach, jetzt können wir es uns raussuchen. Aber ich muss doch der Frau helfen. Was haben wir noch? Ich habe jetzt keine Zeit für ihre Psychospielchen. Das ist unsere Psychiaterin. Die sieht ja nicht sehr nett aus. Wie sie da auch total gelangweilt in ihrem Stuhl sitzt. Mit ihrem Stiftchen. Oh, Herr Bent. Herr Bent, Sie dürfen doch eigentlich gar keinem helfen. Sie müssen jetzt egoistisch werden. Herr Ben, waren Sie mal angeln? Ja. Das ist die Tante, die uns öfters besuchen könnte. Na, schönen Dank. Ja, aber ich muss doch der Frau helfen. Aber ich muss der Frau doch helfen. Sie müssen sich erst einmal selber helfen. Das Thema Samariterkomplex hatten wir doch bereits, oder? Sie haben ein Recht auf Ihren Egoismus. Sie sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Sagen Sie es. Ja, aber die Frau hat Blut gehustet. Es ist dringend. Ich habe keine Zeit. Ich habe jetzt keine Zeit für Ihre Psychospiele. Keine Zeit? Das war der alte Band, der ständig keine Zeit hatte. Erinnern Sie sich an den Mann? Oh, die Augenringe, kotzt mich an. Sorgenfalten. Saß wie im Wahn bis in die frühen Morgenstunden im Labor und merkte gar nicht, wie sein Leben an ihm vorbeizog. Bis er irgendwann auf der Intensivstation des Marinehospitals aufwachte.
Sie sind jetzt der neue Bent. Der sich nicht länger für die ganze Welt verantwortlich fühlt. Was hast denn du für ein Problem mit der ganzen Welt? Ich will es von Ihnen selbst hören. Okay, dann sagen wir es eben. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Na also. Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie endlich zur Ruhe kommen. Warum angeln Sie nicht ein wenig? Weil ich nicht an der Überfischung der Meere teilnehmen will. Was habe ich Ihnen gesagt? Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Behalten Sie das immer im Kopf. Ich rufe Sie morgen wieder an. Bis dann. Ja, ich hab's. Bis morgen. Erkenntnis. Wir sind für die ganze Welt verantwortlich. So. Und nun zu Ihnen. Und zwar genau wegen der Tante da. Ich hätte einfach aufgelegt. Jetzt mal ernsthaft, was soll denn das? Erzählen Sie mal, was Sie hierher treibt. Ich würde erst mal fragen, warum die Blut hustet. Anstatt ihr einfach nur ein Glas zu geben. Was mich hierher treibt. Okay. Mein Name ist Faye. Ich bin Zeitpilotin. Konfrontation. Ich komme aus der Zukunft. Die Menschheit steht kurz vor der Auslöschung. Was soll das? Was wird das hier? Was ist das für ein Zettel? Richtlinien für transtemporale Kontaktaufnahme. Ich habe denen gesagt, dass ich das nicht kann. Ja, genau. Nein, im Ernst? Salvador hatte recht. Reden bringt nichts mehr. Jetzt hören Sie aber auf. Dann kommen Sie halt aus der Zukunft oder aus der Muppet-Show. Nur, was hat das mit mir zu tun? Was wollen Sie von mir? Deine Forschung. So ein Quatsch. In meiner Zeit sterben die Menschen. Die Tiere sterben. Die ganze Welt stirbt. Deine Forschung könnte das verhindern. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Mm. Oh doch, Bent. Du bist sogar der Einzige, der mir helfen kann. Du, Bent. Du allein bist für die ganze Welt verantwortlich. Ich sag's doch. Du kannst es nicht wissen, aber heute in 500 Jahren ist die Erde zerstört. Alles ist kaputt. Die Oberfläche unbewohnbar. Die letzten Überlebenden leben in Bunkern unter der Erde und die Auslöschung der Menschheit steht kurz bevor. Gut, interessant. Glaubst du mir? Ja, natürlich. Zwinker. Das ist das Team. Guck. Das Team? Das Team wovon? Ich hatte auch mal ein Team auf der... Gott, wie hieß sie nochmal? Antarktis? Ach, keine Ahnung. Dieses komische Schiff, ne? Oder Bohrstation oder was auch immer das war. Gut. Ich würde sagen, wir fangen mal unten links an. Der sieht so ein bisschen aus wie ich mit langen Haaren. Dann fragen wir mal da zuerst. Joseph hat viel Zeit im Archiv verbracht. Naja, da hat er alles über die Welt gelernt, was es zu wissen gibt. Na, das war ja wohl nicht gerade wenig. Naja, so viel auch wieder nicht. Aber alles, was noch lesbar war, hat er mindestens 100 Mal gelesen. 100 Mal? Das glaube ich kaum. Ich glaube, der hat dich angeschwindelt, Mädchen. Dina und Joseph wollten unbedingt nach Europia. Nach dem Abschluss der Mission wollten sie sich die Kunst da anschauen. Aha. Ich weiß nicht. Kunst? Sie interessieren sich wohl nicht so für Kunst? Ich verstehe halt nicht, wie sie uns bei der Rettung helfen soll. Rettung der Welt jetzt, meinst du? Aber sie haben auch gesagt, nach Abschluss... Wer ist die Frau in dem roten Pullover? Sadi, meine beste Freundin. Sie ist nach Südamerika gegangen. Für einen Studentenaustausch? Nein, wir haben nichts zu tauschen. Dieser ganze Materialismus ist doch überhaupt erst das, was zum Untergang geführt hat. Wir in der Zukunft brauchen das alles nicht. Wir wollen nur überleben. Oh, schon gut. Es war ein Missverständnis. Beruhigen Sie sich. Also sie weiß ganz offensichtlich nicht, was Studenten sind und wie man die fachgerecht austauscht, sonst hätte sie jetzt nicht von Materialismus gesprochen. Das ist Hadi. Er ist zur Zwiebelburg geschickt worden, um mit den dortigen Machthabern zu reden. Die liegt dann wohl irgendwo im Takatuka-Land. Ich weiß nicht. Zwiebelburg? Das ist anders, glaube ich. Zwiebelburg? Ich hoffe, hoffentlich kriegen wir die auch zu Gesicht, die Zwiebelburg. Wer ist das? Das ist Salvador. Er war auch hier in Norwegen. Du wirst ihn bestimmt bald treffen. Und er kommt Salvador? Auch aus der Zukunft? Ja, natürlich. Was meinst du denn, wo das Foto gemacht wurde? Gestern. In einer Raumstation? Auf dem Mars? Sei nicht albern. Du wirst es schon noch verstehen. Wieso versteht die denn nicht, dass wir das nicht glauben können, wollen, wie auch immer? Okay, ey, hier, guck mal, da ist sie selbst. Ich klicke erstmal noch den Typen hier an, der war ja mit im Intro zu sehen. Der ist ja mit diesen merkwürdigen Flügeln da an dem Seil hochgeflogen. Ach, das ist Delvin. Der ist sowas wie ein Wunderkind.
Er hat ganz allein den Pneumator repariert, bevor überhaupt jemand gemerkt hat, dass das Ding kaputt war. Delvin kommt mit allen gut aus. Er scheint Angst zu haben. Das hatten wir alle. Jeder auf seine Weise. Guck mal, hier ist sie. Sieht aber nicht gerade sehr glücklich aus. Sie sehen da ja nicht sehr glücklich aus. Genau. Ich bin halt nervös. Immerhin soll ich die Welt retten. Das glaubt wohl jeder irgendwann mal. Der hier sieht echt böse aus. Ernsthaft. Also das hier scheint ja sowieso der Chef von allen zu sein. Deshalb kommt er als letztes dran. Das ist eine Frage der Höflichkeit. Oder nimmt man den dann als erstes dran? Wir nehmen erstmal diesen bösen Typen hier. Der sieht aus wie der Typ. Habt ihr mal den Film Das Ding gesehen? Da gab es einen, der hatte Glatze. Das war, glaube ich, der Arzt. Der war auch so ein richtiger Psycho-Bastard. Der hat dann angefangen, sein eigenes UFO. Das war ganz schön krass. Nigel ist mein Mentor. Nach dem Tod meiner Eltern hat er sich um mich gekümmert. Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Was ist mit Ihnen passiert? Sie waren Windscouts. Sie hatten den Vertikaldruck der Toxosphäre falsch berechnet. Toxosphäre? Die Kai zielten, aber der Anker riss. Das tut mir leid. Blaukraut, macht nichts. Rotkohl. Das konntest du nicht wissen. Was war das gerade für eine Information? Sky? Kites? Der Mann hier mit der Glatze, der sieht wichtig aus. Captain Kirk. Das ist Quadi, unser Kommandeur. Seine Aufgabe ist es, alle in der Kolonie am Leben zu halten. Ich glaube, es war nicht leicht für ihn, uns auf so eine schwierige Mission zu schicken. Das heißt, er ist nicht mitgekommen? Okay, dann hätten wir nette das ja geklärt. Kostüme. Aber was soll das Ganze? Verstehst du es immer noch nicht? In unserer Zeit ist die Welt am Ende. Die Katastrophe ist schon zu weit fortgeschritten. Wir sind Zeitpiloten. Wir wurden in das Jahr 2050 geschickt, um den Klimawandel aufzuhalten. Moment. Wie bitte? Wir sind doch nicht im Jahr 2050. Wir wollten die Fehler, die Menschheit begangen hat, wieder gut machen. Doch wir hatten uns verrechnet. Um knapp 40 Jahre. Kapitel 1. Bleierne Luft. Bleierne Luft? Blei? In der Luft? Ist Blei nicht so schwer, dass das gar nicht schweben kann? Okay. Ich finde den Zeichenstil nicht schlecht. Faye? Faye, lebst du noch? Oh, ich weiß nicht. Fühlt sich nicht so an. Der hat schon wieder diesen Lass Blick. Lass die Scherze. Wir sind da. Lass die Scherze. Wann erkennst du das ohne... Ah! Bringt mich zu eurem Anführer. Autsch! Verdammt! Nicht die Hülle berühren. Ja, danke. Das weiß ich jetzt auch. Learning by doing. Sag Hallo zum Jahr 2050. Okay. Moment, 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 Moment. Jetzt schaffe ich es nicht. Ah, ich muss das noch üben. Jedenfalls sind die 20 Minuten jetzt rum. Das mit dem Hallo-Jahr 2050 müssen wir uns leider aufheben für die nächste Folge. Aber irgendwie will das Lied nicht starten. Wieso denn nicht? Verdammt, ich habe doch eine Fernbedienung hier angeschlossen. Okay, dann müssen wir es halt eben leider ohne die Outro-Musik machen. Tut mir leid. Das nächste Mal klappt es alles besser. Ist alles noch ein bisschen ungewohnt. Bis zum nächsten Mal würde ich dann einfach mal sagen, wir gucken uns die Zukunft an. Ja, ja, ja genau. Aber das ist eine Frage der Zukunft. Und bis dahin sage ich, jetzt kommt's. Woo! Auf Wiedersehen und ciao, ciao.